Heute erfährst du, wie du neue Mitarbeiter schnell und erfolgreich in dein Unternehmen einarbeiten kannst. Wenn dir es gefällt, dann lass uns gerne ein Like und ein Abo da und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Video. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Becker, heute in weihnachtlicher Atmosphäre mit unserem Weihnachtsbaum. Und wir werden heute über das Thema Mitarbeitereinstellung sprechen. Das heißt, wir sind an dem Punkt, wir haben Mitarbeiter gefunden und er soll jetzt eingelernt werden. Und warum ist das ein wichtiges Thema? Ich spreche ja jeden Tag mit mehreren unserer Kunden und ich bekomme manchmal solche Aussagen wie, ja, wir haben jetzt einen Mitarbeiter gefunden. Dann sage ich, cool, dann lass uns gleich den nächsten suchen. Und dann höre ich sowas wie, nee, das braucht jetzt erstmal 3-4 Monate, bis ich ihn eingelernt habe. So, und das, gut, muss man dann in dem Fall erstmal akzeptieren, aber ich persönlich finde es immer relativ schade, weil ich meine, letzten Endes hindert es ja am Wachstum. Wenn man das so rechnen würde, könntest du 4 Mitarbeiter im Jahr einstellen und man kommt dann natürlich relativ schlecht voran. So, und gerade wenn man in der Situation ist, wo man genügend Aufträge hat, aber die nicht abarbeiten kann, ist das besonders schade. Und deswegen wollen wir heute mal über alternative Wege sprechen, beziehungsweise ich will dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie man das Ganze beschleunigen kann, wie du dich als Inhaber und Geschäftsführer da vielleicht auch rausziehen kannst, damit das Ganze für dich ein bisschen stressfreier abläuft. Und die erste Sache, die man dabei auf jeden Fall mal mitgeben muss oder die du für dich auf jeden Fall entscheiden musst, ist erstmal die Akzeptanz, dass das überhaupt funktioniert. Weil ich höre auch leider ganz oft von unseren Partnern, nee, ich muss mich da 3 Monate daneben stellen, damit ich sicher gehen kann, dass das funktioniert. Das heißt, man hat so ein bisschen ja, so ein Überwachungssyndrom, so ein Helfersyndrom. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass viele immer unterschätzen, okay, was bringt der Bewerber vielleicht schon mit? Das heißt, du musst für dich erstmal die Entscheidung treffen, okay, es ist möglich, einen Mitarbeiter vielleicht nicht einzulernen, wenn man permanent daneben steht und ihm erklärt, was er machen soll oder ihn überwacht oder sowas dabei. Also jetzt mal hart gesagt natürlich, sondern es ist möglich, das Ganze auch vielleicht automatisiert zu machen oder letzten Endes über andere Mitarbeiter. Zweite Sache, beziehungsweise wenn das die Grundlage ist, dann kommen wir jetzt zum ersten Thema, was du direkt umsetzen kannst. Und zwar geht es darum, Dinge zu automatisieren. Ich würde dir ganz stark empfehlen, wenn das nächste Mal bei dir ein Mitarbeiter eingelernt wird, überleg dir mal, mach dir am besten Notizen, mach dir eine Strichliste oder was auch immer. Was sind die Dinge, die du immer und immer und immer wieder erzählst? So, ich bin mir sicher, da gibt es einige Dinge, das werden auch die allermeisten sein wahrscheinlich. Und das fängt bei ganz banalen Dingen an. Wo sind im Unternehmen die Toiletten? Was sind die Unternehmenswerte, die vertreten werden? Wie checkt man sich zur Arbeit ein? Wem gibt man Bescheid, wenn man zur Arbeit kommt? Wem gibt man Bescheid, wenn man Feierabend macht? Wie hat das Montagefahrzeug auszusehen, wenn du Feierabend machst? Ja, das sind alles Dinge, die musst du vielleicht erklären. Das sind aber absolut nicht notwendige Dinge, die jedes Mal zu erklären. Weil man kann zum Beispiel, um jetzt mal so ein paar Querverweise zu ziehen von Partnern, die das bei uns schon umsetzen, man kann Videos aufnehmen. Also du kannst genauso, wie ich das jetzt auch mache, dich vor eine Kamera stellen oder du machst mit ein bisschen technischer Affinität, geht das natürlich auch, deinen Bildschirm aufzeichnen, kannst dort irgendwas abspielen lassen und kannst über solche Videos letzten Endes einen Mitarbeiter genauso einlernen, als ob du daneben stehst. Der Vorteil ist, wie du schon denken kannst, du musst in der Zeit nicht daneben stehen. Aber der gleiche Inhalt wird vermittelt und in der Realität kann es jetzt zum Beispiel so aussehen, man schnappt sich vielleicht einen Monteur, ja, man schnappt sich jemanden, der eine Kamera halten kann oder letzten Endes ein Video aufnimmt und man baut oder man stellt mit diesem Monteur einmal das Montagefahrzeug morgens zusammen, was muss alles mit auf die Baustelle, man stellt es abends wieder zusammen, wie muss der Sprinter aussehen, bevor man Feierabend macht. So, ist vielleicht ein Video, was je nach Arbeitsaufwand oder je nach Arbeitsstelle 10 Minuten lang ist, 15, vielleicht auch manchmal nur 5 Minuten. Aber das Video kann sich jemand Neues anschauen. Er kann es sich auch nochmal anschauen, wenn er sich nicht ganz sicher ist. Das ist auch ein Riesenvorteil. Und er weiß genau Bescheid, was jetzt Phase ist. Ich hatte gerade von Unternehmenswerten gesprochen. Auch das ist natürlich ein Thema. Du willst natürlich, dass neue Leute sich bestmöglich in das Unternehmen integrieren. Und wenn es bei dir Regeln im Unternehmen gibt, wovon ich stark ausgehe oder was ich dringend empfehlen würde, dann macht es Sinn, diese Regeln über solche Videos oder über Dokumente weiterzugeben. Ja, dann kann ich mir das anschauen, ich weiß direkt, was hier abgeht. Ich weiß, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten sollte, ich weiß, wie ich mit dem Kunden umgehen soll. Weil wenn jetzt der Mitarbeiter vielleicht von einer anderen Firma kommt, wo er 10 Jahre gearbeitet hat, dann hat er natürlich hat er seinen eigenen Weg dafür, damit umzugehen. Und du kannst ihm jetzt über ein Video das vielleicht anders vermitteln. Das ist eine Sache. Zweite Sache, die ich hier mitgeben möchte, ist generell der Einsatz von Software. Das ist jetzt relativ technisch, ist auch nicht für alle interessant, aber es gibt bestimmte Software, mit der kann man Entscheidungswege abbilden. So, wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert oder wenn du für dich das Ganze ein bisschen mehr einbinden möchtest, dann komm gerne mal auf uns zu, wir erklären das gerne, wie das funktioniert. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen technisch, es ist auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, aber wenn du es einmal richtig machst, dann kannst du damit extrem, extrem viel Zeit sparen. Weil letzten Endes gibt es Software, die landet dann auf dem Handy oder auf dem iPad von dem Monteur und dort sind Entscheidungswege abgebildet. Zum Beispiel, jetzt ganz banales Beispiel,
Bei der Küchenmontage ist das jetzt passiert. Ich habe zwei Optionen, wie ich weitermachen kann. Ich klicke okay, das ist passiert und ich bekomme eine Antwort ausgespuckt, die ich dann umsetzen muss. Das heißt, dieses iPad oder das Handy letzten Endes, was der Monteur benutzt, ist wie ein Vorgesetzter oder wie der Geschäftsführer, der daneben steht und sagt, so musst du es machen. So, und der Vorteil ist auch hier, du musst das Ganze einmal aufsetzen. Klar, das ist mit Arbeit verbunden, aber du kannst letzten Endes, wenn du ein bisschen Vertrauen in den Monteur hast, den Monteur mit dem Handy rausschicken und er macht es genauso, wie du es möchtest, aber du musst nicht daneben stehen. Also ist für dich eine riesen Zeitersparnis. Und was auch natürlich ein Riesenpunkt ist, auch wenn man das ja meistens so ein bisschen unter den Teppich kehrt und sagt, nee, das ist nicht so, aber wenn die Mitarbeitereinlernung oder Mitarbeitereinarbeitung, wenn die abhängig ist von einer Person, dann wird sie auch immer ein bisschen anders ablaufen. So, es kommt natürlich darauf an, wie fit ist diese Person gerade, hat sie gute Laune, hat sie schlechte Laune, ist sie gerade in der Laune viel zu erzählen oder eher wenig zu erzählen. Und je nachdem, was dieser Mitarbeiter, der jemand anderen einlernen soll, für eine Laune hat oder wie er gerade drauf ist, läuft auch die Einarbeitung ab. So, ist ja völlig nachvollziehbar. Kann man auch logischerweise nichts gegen machen, das ist halt so. Aber wenn du es automatisierst, soweit wie es geht, dann kannst du letzten Endes das Ganze ausmerzen. Du hast immer den gleichen Prozess und weißt, okay, eine Person, die da durchgelaufen ist, ist wie so ein Ausbildungscenter, wenn du es möchtest, die hat immer den gleichen Standard. So. Und das Dritte, was man dann natürlich noch machen kann, wenn man es jetzt in Anführungsstrichen auf die Spitze treiben möchte, ist am Ende des Tages eine Prüfung zu machen. Das heißt, hier bei uns bei der A&M läuft es zum Beispiel so ab: Die Mitarbeiter, die gucken sich ein Tag, zwei Tage, drei Tage Videos an. Und dann gibt es eine Art Zwischenprüfung, ist im Grunde genommen nur ein Fragebogen, der ausgefüllt werden muss. Das heißt, Kunde sagt XYZ, was antworte ich darauf? So, dann fülle ich das aus. Kunde sagt XYZ, was antworte ich darauf? Kunde hat Wunsch XYZ, was antworte ich darauf? Kunde möchte diese und diese Frist, was antworte ich darauf? Da gibt man da seine Antworten für ab. Und am Ende des Tages landet das beim Abteilungsleiter bzw. beim Geschäftsführer, je nach Unternehmensgröße, der einfach prüft, okay, ist das Ganze hier erfolgreich abgelaufen? So. Und du hast vielleicht mit einem Arbeitsaufwand von 5 Minuten, wo du dir die Antworten anschaust, den gleichen Effekt wie bei einer Einarbeitung von 3 oder 4 Stunden. So, und das ist natürlich für dich ein riesen Zeitgewinn. Du kannst in der Zeit andere Sachen machen, du kannst Umsatz machen in der Zeit, du kannst weitere Prozesse schaffen. Und das würde es dir ermöglichen, in relativ kurzer Zeit Mitarbeiter einzustellen und auch an den Punkt zu bringen, wo sie eigenständig arbeiten können. Weil das ist letzten Endes auch eine Sache, die man verstehen muss. Viele suchen immer so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen da draußen. Das heißt, sie suchen jemanden, der all das kann, was er von einem erwartet. Ist natürlich auch schön, ist schön, wenn man so jemanden findet. Da gibt es auch Wege, natürlich sowas zu machen, beziehungsweise im Online-Marketing passiert das regelmäßig. Aber es ist natürlich für dich als Unternehmer wesentlich entspannter, wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt jemanden, der ist vielleicht 60%, 70% geeignet und die letzten 40, 30% bringe ich ihm bei. So, das geht natürlich, das geht aber nicht, wenn du selber nicht die Zeit hast, ihm das beizubringen, sondern es geht nur, wenn du einen vernünftigen Prozess hast, weil dann kannst du auch 3 oder 4 von solchen Leuten nehmen, von diesen 60, 70% dann, kannst sie alle durch den gleichen Prozent schicken, am Ende des Tages sind die dann bei 80, 90% vielleicht und die letzten 10% werden dann nochmal geschliffen von dir oder von einem Teamleiter, von jemandem, der schon ein bisschen erfahrener ist. Aber dadurch kannst du sehr schnell sehr, sehr viele Mitarbeiter einstellen und hast auch nicht das Problem, dass am Ende des Tages da irgendwas schiefläuft. Kurzer Querverweis: Alles, was ich gerade erzählt habe, funktioniert natürlich genauso für das Thema Neukundengewinnung. Das heißt, du kannst ein Onboarding oder solltest ein Onboarding auch für Neukunden machen. Weil jeder Neukunde, der bei dir eine Frage hat, beziehungsweise der bei dir erstmal ein Produkt kauft, der wird danach Fragen haben. So, und es ist natürlich so, bei einer Küche, bei einem Terrassendach, wenn ich es heute kaufe, dann ist es in ein paar Monaten bei mir. Und die Zeit dazwischen kannst du perfekt mit solchen Onboarding-Videos überbrücken. Da geht es zum Beispiel darum, wenn wir jetzt beim Thema Küche bleiben, wie bediene ich jetzt XYZ? Was mache ich, wenn das und das passiert? Wie kann ich am schnellsten mir Hilfe holen, wenn ich das und das Problem habe? Das sind alles Videos, die du schon mal vorbereiten kannst, sobald das Produkt dann ankommt, dass der Kunde keine weiteren offenen Fragen mehr hat. Oder wenn es vielleicht zu deinem Produkt Benutzerhandbücher gibt, die man normalerweise mitgibt in der Hoffnung, der Kunde liest sich das irgendwie durch, dann kannst du solche Benutzerhandbücher auch erklären. Der Vorteil ist ganz einfach: Wenn das Produkt steht, hast du so gut wie keine Rückfragen mehr dazu, was auch deine Zeit wieder schont. Also unterm Strich, mach dir Gedanken, wie kannst du das Thema Einarbeitung bei Bewerbern oder Vorbereitung auf das Produkt automatisieren. Wie gesagt, vor allem durch Videos und Software oder Dokumente, funktioniert sehr gut. Ist ein bisschen technisch, klar, aber das ist genau der Punkt, wo wir als A&M dir gerne unter die Arme greifen. Das heißt, wenn du das machen möchtest oder wenn du da Fragen zu hast, wenn du Interesse daran hast, dann komm auf uns zu. Wir erklären das, wie gesagt, sehr gerne. Haben da auch Prozesse, die wir so natürlich vorgeben können, weil klar, irgendwann wiederholen sich solche Sachen. Und dann komm gerne auf uns zu, besuch die Homepage, melde dich bei uns, wir helfen dir da weiter und ansonsten erstmal viel Spaß bei den weiteren Videos.